wenn ich im Krankenhaus liege in den Wehen und dann meinen Vater anrufen muss: Papa, Papa, bau die Wickelkommode auf. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin gerade im Auto, wie ihr seht. Ich glaube, so fange ich immer an, wenn ich im Auto bin. Und bin nämlich gerade auf dem Weg zum Frauenarzt. Ich sehe so aus, wie ich aussehe, weil ich total krank bin, wie ihr, glaube ich, auch hört. Ja, ich dachte trotzdem, ich nehme euch heute mit. Oh Gott. Weil ich heute doch einiges vorhabe. Und zwar, ja, wurde ich schon öfters gefragt, auf Instagram zum Beispiel, ob wir rechtzeitig in die Wohnung einziehen können, bevor die Babymaus geboren wird. Für die, die es nicht wissen, wir bauen ja eine Wohnung selber. Ja, weil wir selber bauen wollten und die ganze Zeit immer gedacht haben, okay, das schaffen wir können da locker einziehen, wenn die Babymaus da ist. Haben wir nichts vorbereitet, was irgendwie Baby angeht. Also das Beistellbett habe ich jetzt schon mal vom Dachboden geholt. Das haben wir ja schon am Anfang der Schwangerschaft gekauft. Das habe ich euch, glaube ich, schon öfters in irgendwelchen Vlogs gezeigt. Das ist ja dieses Baby-Buy. Das, ja, habe ich jetzt vom Dachboden geholt und schon seit ein paar Wochen aufgebaut. Und jetzt haben wir aber sonst nichts anderes vorbereitet. Also wenn das Baby jetzt komplett hat, ist im Endeffekt gar nichts. Klar, das Babyzimmer, also das, wir haben so ein Peil-Babyzimmer gekauft. Das Babyzimmer ist da. Das haben wir ja schon im November, glaube ich, letztes Jahr haben wir das gekauft und damit 10 Wochen Lieferzeit hatte das. Und dann haben wir das abgeholt bei Baby One und das steht bei uns jetzt schon zu Hause und muss eigentlich nur noch aufgebaut werden. Aber wir haben eben kein Zimmer dafür. Beziehungsweise möchte Felix das nicht irgendwo anders aufbauen, sondern wirklich nur in dem Zimmer, weil es natürlich auch echt nicht gut ist für die Möbel, wenn man die immer auf- und abbaut. Klar, das ist Paidi. Paidi ist eine richtig gute Marke und die würde das locker aushalten, weil es meist ja wirklich nur Massivholz ist. Aber wir wollen das einfach nicht. Und im Endeffekt braucht die Babymaus ja auch nichts, wenn sie da ist. Sie hat ihr Beistellbett, sie hat eine Mama, die zwei Brüste hat. Und das Wichtigste, was mir jetzt noch ist, ist einfach der Wickeltisch. Felix sagt, ja, brauchen wir auch am Anfang nicht. Aber ich finde, wir brauchen schon einen Wickeltisch. Und ja, dementsprechend will ich jetzt davor mein zweites Zimmer umzubauen. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich habe ja zwei Zimmer im Endeffekt. Eins ist ein Durchgangszimmer und dementsprechend habe ich halt eben zwei Zimmer. Das habe ich damals einfach bekommen, als wir da eingezogen sind, einfach als die größte, habe ich einfach das größte Zimmer bekommen sozusagen. Und weil ich auch einfach sau viel Platz brauche, durch mein Gewerbe noch, habe ich das Zimmer einfach immer für mein Gewerbe benutzt. Und jetzt habe ich gestern einen Teil davon schon ausgeräumt und umgeräumt und einsortiert in mein Expedit, was ich dort stehen habe. Und heute geht es dann weiter und deswegen nehme ich euch auch eigentlich mit, weil ich ja, einfach euch da ein bisschen teilhaben lassen wollte, wie wir das Zimmer im Endeffekt ja, renovieren, babytauglich machen. Ich möchte halt dann hier den Wickeltisch da reinstellen und ja, alle Babysachen natürlich einsortieren. Der Babykleiderschrank, das ist so ein IKEA-Kleiderschrank, der vorher auch in meinem Zimmer stand. Und da habe ich ja die ganzen Babysachen von 50 bis 68 bis jetzt drin. Ich glaube, der 50 bis 62 ungefähr. Die habe ich da eigentlich einfach nur reingehangen, damit ja, ich sie griffbereit habe, weil die schon gewaschen wurden. Und bevor ich sie wieder gewaschen in irgendwelche Kisten stopfe, habe ich sie einfach da reingehangen. Aber jetzt wird es halt im Endeffekt dann der Babyschrank sozusagen. Das ist aber auch kein Problem, der bleibt aber da stehen. Und dann habe ich da noch einen Stubenwagen stehen in dem Babyzimmer. Der ist von Alfie und den haben wir auch eigentlich für die Babymaus. Aber den brauchen wir im Endeffekt auch noch gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich stelle ihn einfach da oder lasse ihn einfach da im Zimmer stehen. Wir haben sowieso keinen Platz, wo der sonst hin kann. Und
ja, falls ich sie mal irgendwie ablege oder sie mal nicht im Beistellbett schläft, was der Geier, kann ich sie da einfach reinlegen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, den werde ich auch fertig. Ja, dann wollte ich eine Heizstrahle aufbauen und den Wickeltisch bereit machen, die Babysachen in den Wickeltisch und so. Alles solche Sachen wollte ich dann jetzt erledigen. Das einfach, falls die Babymaus jetzt kommt, dass wirklich alles bereit ist. Ich wollte dann noch eventuell, also ich habe noch so einen Sessel im, in dem Zimmer stehen, so ein Ikea, diese Ikea-Dinger, ich glaube, die kennen die alle. Den habe ich da auch noch stehen und den wollte ich dann auch einfach nochmal, eventuell mit einem neuen Bezug oder so, weil der Bezug ist schon richtig runtergerannt und da haben auch schon öfters die Katzen drauf geschlafen und so und das ist alles nicht mehr so schön. Aber den wollte ich eventuell da auch noch in die Ecke stellen, einfach, dass man dann mal so einen Platz hat, wo man sich mit der Babymaus hinsetzen kann. Ja, einfach, dass man da so eine kleine ruhige Ecke hat, beziehungsweise auch einfach nur, weil der nirgendwo anders hin kann. Also ich, klar, ich könnte ihn auf den Dachboden stellen, aber ja, wenn er da dann steht, dann stört er ja im Endeffekt auch nicht. Also das habe ich heute vor. Ja, krass. Ich bin völlig krank und möchte aber trotzdem alles fertig haben. Aber ich bin im Moment so im Nestbautrieb. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich putze wirklich richtig viel. Also es ist so schlimm. Ich bin richtig im Nestbautrieb derzeit. Und dementsprechend möchte ich einfach alles fertig haben. Und ich könnte es nicht mit mir vereinbaren, wenn ich im Krankenhaus liege in den Wehen und dann meinen Vater anrufen muss. Papa, Papa, bau die Wickelkommode auf. Aber ich fühle mich soweit fit, dass ich das mache. Ich fahre ja auch heute zum Frauenarzt. Ich meine, ich bin nur so ein bisschen erkältet. Gestern war es noch ein bisschen schlimmer. Ich glaube, das treibt sich schon wieder so aus. Jetzt habe ich noch Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und alles. Also gestern ging es mir wirklich richtig dreckig. Aber heute ist es wieder einigermaßen okay. So, meine Lieben, ich bin fertig, habe mir jetzt noch was vom Bäcker geholt und werde jetzt ja, das gleich auf der Fahrt bzw. ich glaube zu Hause essen. Ja, werde jetzt losfahren. Ich berichte euch wie immer im Schwangerschaftsupdate über den Frauenarzttermin. War sehr schön heute, also ja, total harmonisch und sehr schön, hat mir sehr gut gefallen heute. Ja, und jetzt werde ich erstmal nach Hause düsen. Der Hund wartet und ja, ist ja auch schon 20 vor 11 schon wieder, also Tag schon wieder fast rum, sage ich mal. Ja, ich werde jetzt mal hier noch lecker meinen noch warmen Pfefferminztee trinken. Ich liebe Pfefferminztee, wenn ich krank bin. Und ja, dann werde ich jetzt erstmal ab nach Hause düsen und dann so langsam oben anfangen, was mein Zimmer angeht. Erstmal den Schreibtisch abbauen. Den habe ich gestern schon so, ja, so zum Teil abgebaut. Aber da muss ich jetzt noch, ich glaube, 5 Schrauben lösen und den dann wegstellen. Und dann habe ich auch richtig viel Platz in dem Zimmer. Also der Schreibtisch hat so viel Platz eingenommen. Und genau, das werde ich dann zuerst machen, damit das erstmal weg ist. Keine Sorge, den trage ich nicht auf den Dachboden, sondern ich stelle ihn einfach nur auf den Flur, damit Felix den heute Abend wegträgt. Ja, und dann, ich muss meine Isofix-Station mal wieder nach hinten tun, ne? Die steht hier immer noch vom Laminat abholen, steht hier immer noch vorne. Anschneller drinne. Hier seht ihr, der Anschneller, weil sonst piept die ganze Zeit immer der Anschnaller-Dings. weil die so schwer ist, die Isofix. Die muss ich unbedingt wieder nach hinten stellen. Total bescheuert. Also da kommt sie eigentlich hin. Aber ich vergesse das immer. Jetzt ist hier so meine Ablage für alles. Naja, ich muss sie auf jeden Fall wieder nach hinten räumen. Fällt mir nur gerade so ein. Genau, und danach werde ich wohl erstmal alle Kinderwagen wegräumen müssen. Weil die beiden Kinderwagen halt noch da drüben im Babyzimmer stehen. Und das ist ja total stört, weil die halt einfach so groß sind. So viel Platz einnehmen. Ja, gut. Die Mausi drückt gerade ihren Popo schön. Seht ihr? Drückt ihren Popo schön gerade nach außen und genau, jetzt werde ich aber erstmal losfahren. Ich habe genug gequatscht. Ich bin sehr gespannt, ob ich das heute alles schaffe. Vielleicht schafft Felix es ja heute Abend, die Wickelkommode aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, ob er heute Abend noch Lust hat. Also ich glaube, heute ist irgendwie der Wurm drin, Leute.
Jetzt ist hier eiskalt noch ein Unfall auf der Straße, kurz vor meinem Zuhause. Das heißt, ich muss jetzt kurz mal bei Google Maps gucken, wie ich irgendwie nach Hause komme. Weil die Polizei steht da nur und ja, Fahrbahn ist gesperrt. Toll. Seht selber, wie ihr nach Hause kommt oder wie. Ja gut, ich werde jetzt erstmal gucken, wie ich nach Hause komme. Ja, das. Und dann hat man ja auch nicht mehr Internet, ne? Und die stehen da wirklich wie so. Ja. Quatschen da und stehen da einfach nur und geben keine Auskunft, wie man irgendwie fahren kann. Ich kenne mich hier jetzt wirklich nicht so gut aus. Also ich fahre hier halt immer nur durch den Ort und jetzt hat man nicht mal hier Internet, das Google Maps lädt. Was habe ich hier? Ist nur ein Schatten, glaube ich. Ja gut, wir machen erstmal den Motor aus, weil ein bisschen ja Sprit sparen. Der Akku, der Sprit ist nämlich auch fast leer. Also heute ist irgendwie, das ist wirklich nicht cool hier. Also heute ist nicht mein Tag, glaube ich nicht. Heute ist nicht. Heute ist alles doof. Aber immer an derselben Stelle Unfälle. Ich weiß nicht, irgendwie hat es da die Stelle da. Das sind irgendwie immer Unfälle. Also, ja, gut. Mal sehen. Warum die dann auch die ganze Straße direkt sperren, muss ja dann wieder was Tolles gewesen sein. Aber im Moment ist es bei uns sowieso total viel los, was Unfälle und so angeht. Vorgestern ist bei uns ein Hubschrauber fast im Garten gelandet, also gegenüber. Weil sich da jemand das Leben nehmen wollte. Und ja, da kriegt man dann doch schon einen Schock, wenn man das hört. So, wir haben keine Internetverbindung. Ich könnte, ja doch, ich könnte hinten rumfahren. Ja, ich glaube, das probiere ich mal, weil ich glaube, den Weg kenne ich. Den bin ich schon mit dem Motorrad gefahren, mit Felix damals. So, Auto ist voll getankt. Bei dem Preis konnte ich einfach nicht widerstehen. Genau, das war einfach so unglaublich günstig. Da konnte ich nicht widerstehen. Schade, dass mein Vater meine ADAC-Karte dabei hat. Sonst würde man hier an der Tankstelle nochmal 1 Cent pro Liter sparen. Das heißt, ich hätte noch günstiger getankt. Aber die ist leider bei meinem Vater im Auto. Die hat er nämlich ausgeliehen und mir noch nicht zurückgebracht. Ja. Jetzt bin ich aber schon fast zu Hause. Der Umweg waren irgendwie 10 Kilometer, also echt total weit. Aber das war, da sind alle irgendwie lang gefahren. Also ja, war wohl der einzige Weg, der uns nach Hause gebracht hat. Ich bin zu Hause, habe auch schon das richtige Werkzeug in der Hand. Einfach nur ein Kreuzschraubenzieher, ein richtig großer. Brauche ich für den Schreibtisch, den ihr da seht. Den weißen, das sind so... Ja, so ein Ikea-Schreibtisch, den man an so einen Kallax ranmachen kann. Weiß nicht, ob jemand das vielleicht kennt. Das sieht aus hier, ne? Schrecklich. Ja, und da muss ich jetzt irgendwie ein paar Schrauben lösen. Und dann kann ich den hier raus tragen. Irgendwie hier unten sind irgendwie so Schrauben. Ist sowas falsch rum? Ist das so schon richtig, dass man den einfach nur so einfach nur löst? Ich habe keine Ahnung. Ich fuchse mich da mal durch. Also so sieht es hier aus. Hier sind so 3 Schrauben und dann ziehen sie durch dieses Ding. Hallo Leica. Genau. Muss ich jetzt irgendwie mal gucken, wie ich das mache. Dann muss ich hier hinten noch, wie ihr seht, das alles noch ein bisschen ordentlicher machen und alles ein bisschen aufräumen. Hier ist dieser Ikea. Sessel, den ich meinte. Nicht wundern, warum hier so ein halbes Baby liegt. Oh Gott. Ja. Ja. Sitzt da einfach so. Den wollte ich dann hier irgendwie so in die Ecke stellen, dass man hier so eine kleine gemütliche Ecke macht und das Kallax auch so ein bisschen verschwindet, weil das jetzt nicht so schön aussieht. Natürlich räume ich das gleich noch alles auf hier. Und auf der anderen Seite sind die ganzen Babysachen. Da. Ja, und die mussten wir eben halt noch sortieren und so. Aber jetzt werde ich aber erstmal den Schreibtisch hier abbauen. Die 2 Teile sind ja dann 2 Teile auf dem Flur bringen und Felix bringt die nachher raus. Er hat vorhin seine Zustimmung gegeben, dass wir die Wickelkommode hier aufbauen.
Und dann, ja, machen wir das nachher. So, ich habe jetzt nochmal hier unseren Stubenwagen entkleidet, sage ich mal. Hier gehört ja noch so ein Bezug kommt hier noch rum, den habe ich jetzt komplett abgenommen, einmal alles gewaschen. Also wird jetzt alles gewaschen hier, die Matratze, das Laken abgemacht. Hier haben wir noch so eine Pipi-Unterlage, die habe ich rausgelegt. Die ist so, ja, nicht wasserdurchlässig, sage ich mal. Wir haben hier zwei Matratzen. Das ist einmal die im Beistell mit dabei, in dieser Wiege dabei ist. Und dann haben wir noch eine extra gekauft, weil die eine ist viel zu dünn. Und wenn das Baby da wirklich lang drin liegt, so haben wir hier was ganz Bequemes. Die Pipi-Unterlage kommt, wie gesagt, darauf. Und ein neues Laken mache ich gleich noch rauf. Und dann, ja, warten wir nur noch, bis der Bezug aus der Waschmaschine ist. Und dann ist das Bettchen an sich fertig. Wir haben hier ein total süßes Mobile. Ich weiß aber nicht, ob das hier dran bleibt. Ja. Wird auch gerade nur gehalten von diesem Panda-Bär. Mal gucken, wie ich das da oben sonst festmache. So, ich habe gesaugt. Es sieht doch schon viel, viel besser aus. Und jetzt werde ich einmal freudeln oder, wie Anna immer sagt, rauswischen. Daran musste ich gerade total denken. Die hat auch total oldschool hier mit Freudel und Eimer und so. Wir haben da keine spezielle Maschine oder so für. Genau, wir machen das noch hier ganz oldschool. Und dann werde ich nochmal feudeln jetzt. Und dann, ja, werde ich, wie gesagt, das Bett noch beziehen. Total schlecht gemalert da, ne? Voll der dumme Fleck. Ja, das Bett neu beziehen. Ich habe jetzt hier noch so ein Kissen reingelegt. Das ist eigentlich für einen Kinderwagen. Da ist der Bezug auch noch in der Wäsche. Ja, aber jetzt werde ich hier erstmal feudeln. Dann duftet es auch alles schön wieder frisch. Und dann kann ich eigentlich noch den Heizstrahl aufbauen, wo ich den gerade sehe, und den Windeleimer. Der steht da hinten nämlich auch noch. Können wir ihn auch noch aufbauen. Ja, der Hund schläft gerade zum Glück. Da kann ich hier in Ruhe feudeln, ohne dass er mir die ganze Zeit durch die Gegend läuft oder dazwischen läuft. Zimmer 1 gefeudelt. Und jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe übrigens, die Kinder unten stören euch nicht. Die spielen da gerade mit den Nerfs. So eine Nerf-Schlacht machen die. Ja, jetzt geht's hier einmal weiter. Gucken, wie ich hier feudel, weil hier die ganzen Hundesachen stehen. So, ich habe jetzt das Beistellbett einmal festgeschraubt und auf die Höhe unseres Bettes angepasst. Jetzt geht's an dieses Kallax-Regal. Das wollen wir nämlich jetzt einmal hier hochkant hinstellen. Und ja, deswegen räume ich hier gerade alles leer. Und hier stehen überall die Kisten. Und dann werde ich das mal hochkant hinstellen. So, das Expedit steht gerade. Und ich habe hier die Sachen wieder so aufgereiht, die da auch oben drauf standen. Habe jetzt noch hier die Blumen hingestellt. Unser Foto, das ist selbst gemalt, nicht von mir. Also selbst gezeichnet, sage ich mal. Und hier sind so die ganzen Babysachen. Und meine andere Kamera. Genau, hier steht das hier. Und hier haben wir jetzt ein bisschen Platz. Hier muss jetzt aber allerdings der Fernseher hin. Weil hier muss das Beistellbett hin. Dementsprechend muss hier jetzt der Fernseher hin. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber das werdet ihr dann sehen, wie ich das plane. Der Baum kommt gleich hier wieder hin. Und dann muss ich das hier gleich wieder alles wegräumen. Hier steht jetzt alles rum, was irgendwie vorher hier halt stand. So, mein Lieben. So sieht das jetzt hier aus. Das Bett steht mit dem Kopfteil jetzt da, damit das Beistellbett gehen kann. Weil sonst müsste es ja hier stehen. Das würde sonst nicht passen vor der Tür. Dementsprechend steht es jetzt hier. Hier steht noch liegt noch unsere große Krabbeldecke. Ich verlinke euch in der Infobox. Oh, den Himmel habe ich gerade abgemacht. Der kommt jetzt aber gleich wieder ran. Da wollte ich jetzt noch ein anderes Mobile machen. Das ist nämlich einfach viel zu lang. Ja, hier hat der Hund seinen Platz. Und genau, dann sieht das Ganze so aus hier. So, mein Lieben, der Herr ist da und baut mir meine Wickelkommode auf. Yay! Yay!
hier ist ein bisschen Chaos, aber amazing. Ja, mit Softboxen und so wird hier erstmal eine Wickelkommode aufgebaut. Das ist ja die von Heidi. Hier seht ihr das. Heidi. Heidi. Hier hat er seine Beschreibung auf dem schönen Nomi. Wie gesagt, dieses Chaos hier kommt weg. Das kommt nämlich fast alles hier rein, in die Wickelkommode. Das also. Wird echt eng. Was? Wie gesagt, das wird echt eng mit hier dem Platz. Ja? Ja, weil ich war... Rutscht aber nicht so über den Boden, du machst das nein, kaputt. Nein, da liegt was drunter. Außerdem ist das hinten. Und? Weil ich muss sie komplett im Liegen aufbauen. Weil ich habe nicht so viele Hände. Und wenn der Deckel dann drauf ist, dann kann ich sie hochrichten. Und dann werden die Schubladen eingebaut. Das Problem ist, ja, das ist die Breite. Das muss hier reinpassen. Mal gucken. Ich den wegnehme, dann habe ich vielleicht noch Platz. Also das ist das Oberteil, ne? Oder Schatz? Nee, das ist das Unterteil, stimmt. Das ist das Unterteil, also ein Fußboden. Hier kommen nachher so die Füße ran. Und das ist das Oberteil, genau. Da wird nachher der Wickelaufsatz drauf kommen. Der ist hier drinne. Hier ist die Wickelauflage. Und hier sind noch so Füße und so. Ja, und das sind halt eben das die Seiten. Das ist das Seitenteil, wo die Schubladen her so dran kommen. Und das ist so das Mittelhinterstück. Da kommt dann noch so ein Boden hin. Ne, so ein Beschlag nennt man das, glaube ich, oder? Weiß nicht. Was denn? Das hier. Was? Ne, Hinterwand, ne? Das ist Rückwand. Ja, einmal so zwei Rückwände. Die kommt dann eine noch hier hin, eine noch dahin. Und dann, ja, wir sehen mal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Platz machen, damit die Herde hier arbeiten kann. Wo sind die Sachen? Schräubchen? Da. Weg da. Brauchst du gar nicht viel. Weil der Boden gerade ist. Brauchst du das nicht. Ja, ein bisschen schon, aber das müssen wir doch nachher machen, oder was? Nö. Ist ja egal. Hauptsache er wird jetzt. Weil jetzt ist nur einfach, jetzt kann ich das Ding mal eben hochhalten. Pass auf mein zünden Cybex auf. Vorbereitung Seite 2. Das ist gut Qualität, ist mit Gummidingen drin, weißt du? Mhm. Bei dem Ösen, die wir hatten, wenn du da schraubst, hast du nicht solche Gummiösen. Erstmal siehst du den Unterschied gar nicht, welches Loch jetzt du überhaupt nehmen musst. Und jedes Mal, wenn du so ein Ding reindrehst, ist es von hier abgeplatzt, weißt du? So, meine Lieben, wir sind jetzt hier flüssig am Aufbauen, aber weil der Vlog schon so lange dauert, dachte ich mir, nehme ich euch morgen einfach weiter mit, beziehungsweise natürlich gleich jetzt, wie die Wickelkommode fertig aussieht. Und dann räumen wir morgen die Wickelkommode ein. Und dann habt ihr sozusagen zwei Vlogs, weil ich möchte euch ja auch nicht so lange... Ich habe Angst, wenn irgendein komisches Geräusch kommt. Ja, das ist normal, manchmal knackt das. Möchte euch nicht so lange voll texten. Genau, und deswegen würde ich sagen, ich beende den Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!